Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Modellbau. Heute möchten wir euch einmal einen Motor aus der MN Navigator Serie vorstellen, und zwar ist es in diesem Fall exemplarisch der MN3508 mit 700 kV. Generell gilt aber alles, was wir sagen heute, auch für die ganze Serie dieser Reihe. Das bedeutet für die MN3300, die MN3508 und eben die MN3510. Das sind im Prinzip alle Motoren, die in einen ähnlichen Bereich reinfallen, sind zwischen 80 und 100 Gramm und typischerweise für Multicopter in dem mittleren Segment, sagen wir mal Quad bis 3,5, 4 Kilo, Hexa eher bis 4, 5 Kilo maximal. In diesem Bereich sind diese Motoren anzusehen. Deswegen sind die auch sehr beliebt in Deutschland und im europäischen Raum, weil natürlich das eher die typischen Setups sind, die man damit bauen kann. Zum Beispiel ein Terret 650 oder einen Terret 680 Pro. Das sind diese Motoren in der Art, je nach KV-Zahl, die man da optimal einsetzen kann. In unserem Shop findet ihr auch einige Setups zu dem Ganzen, wo wir schon vorkonfigurierte Setups haben. Da haben wir Propeller, Motoren und Regler genau auf den jeweiligen Rahmen abgestimmt. Der Motor heute exemplarisch, wie gesagt, ist der MN3508, und zwar mit 700 kV. Und den haben wir zum Beispiel auf vielen Setups verbaut, wie dem Terret 680 Pro. Da kann man an 13 Zoll hier ein sehr effizientes 4-Edge-Setup bauen und hat dann damit schöne und lange Flugzeiten. Schub in dem Fall liegen dann so bei ca. 1,5 Kilo Maximalschub. Bedeutet, Schwebebereich so 700, 800 Kilo ist dann optimal, wo man den im Schwebeflug nutzen kann. Alles klar. Die Motoren sind schon eine ganze Weile am Markt, sind aber nach wie vor sehr beliebt und es ist auch wirklich die Referenz, wenn man einfach in diesem Bereich 80 bis 100 Gramm einen Motor sucht, ein 4S oder 6S, je nachdem von den Propellern ist es so. Der hier ist optimal eigentlich an 4S und 13 Zoll Propellern vorgesehen. Die anderen natürlich, wir haben auch eine geringere KV-Zahl dann eben für 15 Zoller oder alternativ gibt es auch eine Möglichkeit mit 6S. Schauen wir uns einfach mal an, wie der Motor grundsätzlich aufgebaut ist. 3508 bezieht sich eben auf den Stator da drin. Der 3510 wäre in dem Fall vom Durchmesser hier identisch und nur ein bisschen höher. Und der MN3110 ist insgesamt ein bisschen vom Durchmesser kleiner und dafür etwas höher gebaut. Generell sind es alles Pancake-Motoren. Das bedeutet, die Motoren sind eigentlich relativ flach von der Bauform und breit gehalten. Das ist einfach, um die Effizienz zu erhöhen und es optimal zu nutzen. Von den Reglern her gibt es zum Beispiel von T-Motor schöne Regler, denn R40 Ampere ist eigentlich der Standard, wenn man bei T-Motor bleiben möchte. Ansonsten haben wir auch selber unsere Bultec-Reihe, die mit den ganzen Motoren eben getestet wurde und auch sehr gut funktioniert, wer quasi einen preiswerteren Regler für das Ganze sucht. Im Lieferumfang von jedem Motor ist dieses Zubehör enthalten, das ist eben das Zubehörtütchen. Da möchten wir auch mal drauf eingehen, weil es immer noch zum Teil für Verwirrung sorgt und da muss man wirklich ein bisschen was beachten, damit da keine Fehler entstehen. Und zwar ist eben ein Mitnehmer dabei für 6 mm Propeller, wenn man noch traditionelle Propeller verwenden möchte. Heutzutage ist eigentlich eher so, dass es auch schon günstige Direktmontage Carbon-Propeller gibt, deswegen ist der Mitnehmer eigentlich kaum noch im Einsatz. Nach wie vor, er ist dabei und wichtig ist, die vier kurzen Schrauben, die der Tüte beiliegen, sind ASM3-Schrauben, sind zur Montage von diesem Mitnehmer gedacht. Die zwei langen Schrauben sind für den interessanteren Teil, und zwar für den integrierten Deckel. Der Deckel ist zur Montage für Propellern, eben Direktmontage-Propellern gedacht. Ganz wichtig, die Schrauben sind nicht dazu gedacht, den Motor am Rahmen zu befestigen. Bitte achtet hierbei immer darauf, dass ihr die Schrauben auf euren Rahmen und eure Motorplatte abstimmt. Je nachdem natürlich, ist es dickes Carbon, dünnes Carbon, ist es eine andere Art von Halterung, ist es ein Aluminiumhalter, ist die Dicke unterschiedlich, deswegen können hier gar keine Schrauben dabei liegen, da niemand weiß, wie groß euer Halter sein wird. Ganz wichtig ist nämlich in dem Fall, dass ihr unbedingt schaut, dass die Schrauben nicht zu sehr weit in den Motor reinreichen, sonst würdet ihr irgendwann in die Wicklung schrauben. Vor allem hier in dem Bereich, hier drüben habt ihr natürlich mehr Luft, hier, aber hier in dem Bereich würdet ihr irgendwann die Kabel treffen und die Wicklung reinschrauben und damit beschädigt ihr den Motor, was wir natürlich nicht möchten. Generell ist zu sagen, dass der Motor sehr lange Anschlusskabel hat, das heißt, wer die Regler auch Innenrahmen legen möchte, hat hier optimale Möglichkeit, muss nichts verlängern. Ausgeliefert wird das Ganze mit 3,5 mm fertig verlöteten Goldstecken, das heißt, die sind natürlich auch schon dabei, ist alles fertig, braucht ihr nichts mehr machen, wenn ihr die ganze, in dem Fall die Länge nutzen möchtet. Von unten sieht man auch, der Aufbau sehr sauber gewickelt, schönes großes Kugellager, auch leicht zu wechseln, wenn man mal die Lager irgendwann wechseln möchte. Oben eben die Glocke, dafür vorgesehen, dass man sowohl den Mitnehmer von T-Motor einsetzen kann, der im Lieferumfang enthalten ist, oder eben Direktmontage-Propeller. Das bedeutet, man hat hier einen 12 mm M3-Lochkreis, das Standardmaß für eigentlich alle gängigen Propeller dieser Größe, von eben T-Motor, von Terret oder auch die neue T-Motor Folding-Serie, je nachdem, was ihr da einsetzen möchtet, in Carbon oder in Polymer. Genau, 4 mm Welle eben, die dann für die Carbon-Propeller vorgesehen ist, in der Mitte. Zeigen wir euch einfach mal. Hier haben wir exemplarisch mal einen sehr schönen Propeller, das ist eben auch unsere Empfehlung für diesen Motor an 4S, das ist der 13 Zoll T-Motor Propeller, passt wie gesagt zum Beispiel perfekt auf den Terret 680 Pro, 96S oder alle anderen Hexacopter-Rahmen natürlich, die 13 Zoll Propeller von der Größe draufpassen würden.
Seht ihr hier im Briefumfang sind auch wieder die beiden Deckel dabei. Die Propeller kommen immer als Paar, deswegen sind die beiden Deckel mit den Schrauben auch wieder. Bitte, bitte, die Schrauben sind dafür gedacht, um den Deckel zu montieren und nicht um den Motor auf die Halterung zu schrauben, weil auch die Schrauben wären meistens zu lang und würden eure Motoren beschädigen. Wichtig ist auch noch, ihr seht hier diese Messingringe, die beiliegen. Das sind Adapterringe von 6 mm Außenmaß auf 4 mm Innenmaß. Die werden auf die Welle aufgesetzt, um den Propeller direkt zu hintern. Ihr seht, wenn ich den so auflege, würde der wackeln. Natürlich, die Schrauben sind drin, das Ganze, aber die Messingringe sind präzisionsgefährlich. Die passen also ganz genau von den Aufnahmen auf den Motor und den Propeller und zentriert das Ganze perfekt. Und der Deckel ist dann eben nur für die Montage vorgesehen. Montiert wird der Deckel von oben, das heißt, der Deckel wird jetzt so da drauf kommen und dann wird das durch den Deckel mit beiden Schrauben festgeschraubt. Deswegen seht ihr auch, die Schrauben sind deswegen auch länger, weil eben natürlich der Propeller natürlich eine gewisse Dicke hat und die Schrauben natürlich dann noch dazukommen. All diese Motoren sind bei uns eigentlich immer ab Lager lieferbar. Wenn ihr doch mal eine KV-Zahl braucht, die wir nicht regelmäßig im Sortiment haben, könnt ihr uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben und uns anrufen, dann können wir die natürlich jederzeit für euch bestellen. Wie gesagt, auch schon, wenn ihr fertige Setups sucht und nicht lange rumsuchen möchtet, könnt ihr genauso gut in unseren Shop gehen. Wir haben vorkonfigurierte Setups, auch mit Propellern und Regeln im Set. Ansonsten haben wir auch einen Konfigurator dafür. Da könnt ihr dann durchspielen, ihr möchtet einen Quad oder einen Hexer haben. Könnt euch die Motoren oder die Zellenzahl aussuchen, dann könnt ihr anhand dessen wird euch automatisch angezeigt, welche Propelleralternativen es gibt. Weil wir natürlich nicht alle Varianten mit allen Reglern als Sets fertig abbilden können. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Wie immer, wenn ihr ansonsten Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben und uns anrufen. Wir freuen uns jederzeit auf eure Anfrage und wünschen euch dann auch einen schönen Tag.